herzlich willkommen. Mein Name ist Hubert Deubenbacher. Ich bin Chef der Wiener Bäder und es freut mich ganz besonders, dass ich Sie heute hier auf dem Gänsehäufel begrüßen darf. An einem heißen Sommertag besuchen bis zu 100.000 Badegäste unsere Wiener Freibäder. Ein Viertel davon, bis zu 30.000 alleine hier, die Insel am Gänsehäufel. Als eigentlicher Entdecker dieser Insel gilt Florian Berndl, ein Naturfanatiker, der hier im Jahre 1900 quasi das erste Wellnessangebot der Stadt geschaffen hat. Das hat aber den damaligen Vorstellungen über Sitte und Moral nicht entsprochen. Man hat Berndl den Vertrag gekündigt und hat hier das erste kommunale Strandbad der Stadt Wien im Jahr 1907 eröffnet. Das Besondere auf dieser Insel sind die 65.000 Quadratmeter Naturwasserfläche, über einem Kilometer Naturbadestrand und ein 34.000 Quadratmeter großes FKK-Areal. Aber selbstverständlich bietet das Gänsehäufel auch eine attraktive Beckenlandschaft mit Sportbecken, Wellenbecken, Wasserrutsche und Wasserspielgarten. Neben dem Wasserspielgarten bieten wir für Kinder noch eine Vielzahl von anderen Spielmöglichkeiten im Bad an. Und als ganz spezielle Einrichtung bieten wir auch Workshops an, wo die Kinder die Natur rund ums Gänsehäufel kennenlernen können. Wir haben nicht nur Angebote im Wasser, sondern auch Klassiker wie Beachvolleyball, Basketball, Fußball, Sprungtrampoline, wir machen Tennisplätze und auch einen Hochseilklettergarten. Wir haben aber auch eine kleine Outdoor-Fitnessanlage, wo Sie Ihren Körper trainieren können, damit Sie im Sommer gute Figur im Bad machen. So, wenn auch Sie daran Gefallen gefunden haben, dann schauen Sie einfach vorbei. Auf Wiedersehen im Gänsehäufel.